Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja gesagt, wir beenden den letzten Part. Da hatten wir zwar noch einen ganz kurzen paar Kampfszenen, Sie aber. haben nur eine Chance, die größte Waffe der Ersten Ordnung zu zerstören. Nutzt sie und möge die Macht mit uns sein. Aber nichts Nennenswertes. Von daher. Dieser Angriff geht weiter, sobald wir einen Kommandoposten und diesen Sektor gesichert haben. Er ist tot. Yes. Autsch, scheiße, verkackt. So, es ist leichter, das so abzukühlen. Okay, ich kann mich nicht so weit, nicht so wirklich bewegen. Tot. Verschwinde. Oder ich warte darauf und dann. Yes. Achso, warte, ich wollte den. Ach, verdammt, ich bin ja wieder. Ah, oh, bin dumm. Naja, egal. Bin halt dumm. Ich wollte ja eigentlich den anderen Typi spielen. Ich werde von hinten angegangen. Hey Leute, warum lasst ihr euch killen? Was soll denn das? Egal. So, jetzt aber Angreifer auswählen. Zack. Ja, machen wir. Achso, falsch. Wow. Was? Echt? Nee. So. Wir sind mit der ersten Stufe durch. Bereit zum Vorrücken. Pass mal hier. Ha, einmal kommen. Pass mal hier, was? Nein, bitte nicht. Autsch, verkackt. Weiter oder hyper? Hyper, hyper. Erledigt. Gehen wir hoch. Ich muss sagen, mein Freund, also ich stehe voll auf Granaten. Muss man so einfach. So muss man so sagen. Ey, ouch. Ach komm. Ach, ich habe ihn wenigstens noch aus. Wir haben uns gegenseitig ausgeschaltet. Ernsthaft. Ah, wir durch die Shot mit der Shotgranate, genau. Mit der Shotgranate. Wer kennt sie nicht, die Shotgranate? Yes, erledigt. So.
Autsch. Genau der, ne? Klar, Sack. Blödsack. Ich würde gerne mit dir jetzt hier einsteigen. Bitte. Danke. Also jetzt seht ihr wirklich, wie gut ich bin, wie gut ich tatsächlich bin. Das hat vielleicht, die letzte Folge hat das vielleicht ein bisschen verzerrt. Ja. Vielleicht sollte ich einfach mal standardmäßig starten. Oder, warte, ich zeige euch auch mal die hier. So. Nein! Oh, was hat mich... Hä? Das Brandimploder. Fick dich! Arsch. Aber ich mag die. Und tot. Ja. Ja. Ich war gerade irgendwie, keine Ahnung. Phase 2 abgeschlossen? Sehr gut. Wir haben neue Angriffspositionen markiert. Vorrücken und sichern. Alles klar, sichern. Sichern wir auch. Achso, tut mir leid, dass im letzten Part nichts draus geworden ist, dass wir da schon. Dass wir da schon gekämpft haben, das war ja wirklich eher weniger, was wir dahingehend geleistet haben. Aber ich muss auch einfach sagen, okay, alles klar. Hat einfach nicht sollen sein. Es hat so lange geladen. Ich wäre natürlich gerne viel früher eingestiegen, aber. Ach. Arsch. Finde es verfügbar, will ich aber gar nicht. Ich will den hier leveln. Deswegen. Ich verstehe nicht, welchen Sinn es hat, dass. Oh. Ich darf mich da ja nicht hinbewegen. Yeah, habt keine Ahnung. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Die Schlacht läuft gut. Die erste Ordnung zieht sich zurück. Ein letzter Angriff müsst ihr den Rest ziehen.
Ja. Ja, diesmal werden wir den hier brauchen. Ja, das ist halt schwierig, den zu killen, ne? Nehmen wir die mal. Hi. Ich glaube, der ist gleich weg. Ja, für den Widerstand. Ja, fang alles ab, danke. Ey, erzähl mir doch nicht. Der hat nur 14 Leben, verdammte Scheiße, ey. Ach, fuck you. Ich meine, hey. Nein, ich meine, fuck you. Sackgesicht. Oh. Hä? Oh. Aufspulen? Ah, nice. Irgendwann kann er nicht mehr abwehren. Ach, Sackgesicht. Finn ist verfügbar, ja, aber was soll ich mit Finn? Ich habe Finn überhaupt nicht mehr gelevelt. Also das ist mir auch völlig egal irgendwie. Ja, sorry, ich weiß, es ist irgendwie lame, dass ihr den jetzt die ganze Zeit zu verwenden, aber... Ray, könntest du dich mal bitte um den Wichser hier kümmern? Die anderen Truppen kriege ich ja hin, aber... Der ist halt so ein Wichser halt. Nee, oder? Ray, der hat nicht... Oh, fuck. Kommt, Leute. Kommt schon. Ups. Gleich ist die Zeit um. Haben wir.
Was? Ey, komm. Ach du Banane, ey. Du blöde Banane. Nein, tot. Komm, komm. Warum kein Spieler mehr? Ist er ist er rausgegangen? Voll der Wichser, ey. Ah, verdammt. Kommt, Leute. Kommt, 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 kommt. Pushen, pushen, pushen. Und verkackt. Nein. Ja. Wir haben versagt. Boom, erster! Boom, erster! Ja. Oh, voll Strecke. Erstmal 3 Punkte, 3 Level dazu gewonnen. Angriff auch nochmal 2. Yeah. Oh, Verzeihung. So, beenden wir das erstmal. Weil ich natürlich möchte direkt los leveln und so weiter. Und ich muss mal gucken. Wir sind bei 17 Minuten erst. Okay. Dann können wir. Würde ich gerne mit euch nochmal hier zusammen hier leveln. Den Vollstrecker. Ich würde gerne aber einen anderen Vollstrecker sehen, nämlich den der Galaktischen Republik. Ich stehe vielleicht ein kleines bisschen auf die Galaktische Republik. Was habe ich hier dazu genommen? Dein Gesundheitsrate beginnt früher als normal. Für jeden besiegten Gegner eine geringe Menge Gesundheit. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich das auf 40 habe, dann ist das gar nicht. Ach Mann, verdammt. Verzeihung. Gar nicht mehr so gering, ne? Aber für das nächste Upgrade brauche ich Stufe 22 und das habe ich nicht. Und hier habe ich freigeschaltet Blendpistole, eine leichte und vielseitige Seitenwaffe, die ein alternatives Projektil abfeuern kann, das beim Opfer einen Blendeeffekt bewirkt. Und das dauert 1,5 Sekunden. Bis zu 2,5 Sekunden. Also irgendwie. Ja. Nee. Das ist jetzt nicht das. Nee. Warum sehe ich standardmäßig immer. Kann ich auch. Flammentruppler. Krieger. Krieger, ey. Droidiker. Klonkommando. Oh ja. Oh yeah. Bitch, yeah. So. Expertenwaffenumgang. Der Vollstrecker kann die mittlere Fähigkeit länger aktiviert halten. Das war eben bei der dieses. Diese Defensivstellung, ne? Ist nicht so schlecht, ja. Gegner, die dir Schaden zufügen, werden markiert, um Vergeltungsmaßnahmen zu erleichtern. Ah, cool. Okay. Im Moment habe ich besichtigen eine geringe Gesundheit hier. Gesundheit wird schneller regeneriert. Okay. Regenerierte Gesundheit pro Sekunde, weißt du, 70. Das ist schon nicht schlecht. Also wenn der es erstmal eingesetzt hat, ne? Okay, dann, was wählen wir als nächstes? Der Vollstrecker kann die Mittelfähigkeit länger aktiviert halten. Oder diese. Ich glaube, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das nehmen wir. Setze ich auch nicht so selten ein. Ja. Und dann würde ich das direkt ausrüsten. Ich habe noch 2 Punkte und dann würde ich einfach die anderen beiden Dinger upgraden. Erhalte für jeden besiegten Gegner eine geringe Menge Gesundheit. Wenn es von 13 auf 25 hochgeht, ist es. Durchaus cool. Und hier nochmal upgraden. Zack. So. Okay. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee. Das war's. Oh. Die aus, die sind aus Republic Commando. Das ist so geil. Ist auch so ein tolles Spiel. Wer weiß, vielleicht werde ich, auch das irgendwann mal let's playen. Ich glaube auf Steam. Ich habe das, ja. Auch auf Steam. Ich müsste mal gucken. Warte mal, bei Vollstrecker, ne? Bin ich da? Droidiker. Aha. Okay. Klonkommando. Häuserkämpfer oder Dschungelkrieg? Ganz ehrlich. Wisst ihr was? Das schalte ich mir jetzt frei. Ich mag das. So, jetzt habe ich nicht mehr das Standard aussehen, sondern hier einen schönen Dschungelkrieger. Boom. Voll geil.
Voll geil. Und die hat auch noch unterschiedlich. Nee. Ich dachte. Naja, okay. Dann nicht. Macht auch nichts. Aber ich finde es schön, dass es eine Frau ist, ne? An schon Panzer. Panzerabwehrmodus. Ach so, deswegen habe ich es nicht ausgewählt. Es gab keine Panzer. Defensivhaltung. Wartet mal, ich würde das. Schalte Rotationskraft in einen durchschlagskräftigen Panzerabwehrmodus um und erhöht damit die Effektivität gegen Schilde und Fahrzeuge. Ach, auch gegen Schilde. Okay. Kühlt sofort die Rotationskanone und jeder verursachte Schaden regeneriert Gesundheit bei dir und Verbündeten in der Nähe. Ach, geilo. Da habe ich mir schon gedacht, das ist so dieses. Mhm. Und Anschluss schwimme nach vorne und reiße den Gegner um. Okay. Nice. Wer weiß, vielleicht werde ich die ja öfter verwenden. Oder generell die Art von Vollstreckern und so. So. Was ist eigentlich mit dem? Was ist an dem so besonders? Erstes Astromech-Droide an Bord des Supremacy. Das Flaggschiff des obersten Anführers Snoke. Er kümmerte sich dort um Maschinenarbeitsabläufe und potenzielle Eindringlinge. Hä? Ja, aber hä? Ist das so toll? Siegerpose. Schockierender Sieg, okay. Inkognito. Wachsam. Verfügbar in Kisten. Alles klar. Bogen. Hä? Okay. Sprecherzeilen. Alles. Ja, nee, ist okay. Alles klar, gut. Dann. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch voll. Ja, jetzt sind wir sogar etwas über die Zeit drüber. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe. Ja, hallo BB8. Ist einfach süß. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part heute auch gefallen. Tut mir nochmal leid für den letzten, aber. Sonst hätten wir jetzt einen 40-minütigen Part und das wäre auch nicht. Das wäre auch nicht das Wahre gewesen. Also, ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao. Achso, und ihr könnt natürlich auch gerne. Ich werde das. Ich habe auch einen Twitch-Kanal, so das wollte ich eigentlich sagen. Und der ist gerade noch im Aufbau. Aber ihr könntet da mal reinschauen, mir ein Follow da lassen, wenn ihr Bock habt. Und demnächst werde ich irgendwann auch mit irgendeinem Stream loslegen. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht wann, aber ich denke, das werde ich schon machen, weil ich da auch Bock drauf habe, auch auf die Interaktion mit euch zusammen. Und ja, ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Lust zu habt. Und ich habe jetzt auf jeden Fall noch keine Zeit. Das wären, wenn ich dann anfangen würde, wären es eher spontane Streams. Ich habe halt auch nicht immer unendlich viel Zeit. Deswegen eher spontan halt. Ich kann das nicht so gut planen. Und deswegen könnt ihr auch einfach mal bei Instagram reinschauen. Da einfach hier Hasanar suchen. Oder Hasanat. Ne? Hasanar, so wie ich halt hier heiße, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, ein Follow da lassen, also mich halt dann abonnieren und ich gebe dann dort auf jeden Fall immer Bescheid, wann der nächste Stream kommt und was dann gespielt wird. Das wäre dann weniger spontan. Was, das würde ich mir schon überlegen, aber auf jeden Fall die Zeiten. Also dann wisst ihr auf jeden Fall, wann es dann losgeht. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann im Stream vorbeischauen würdet. Ja, okay, alles klar. So, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und bis zum nächsten Part. Ciao!